Hallihallo, Hallöchen, der Larus hier. Willkommen bei einem kleinen neuen Projekt. Und zwar spielen Schuh und ich nach langer Zeit mal wieder They Are Billions, beziehungsweise er spielt es. Und ich wollte das Ganze mal aufnehmen und so ein bisschen als Einschlafprojekt machen. Und damit ihr halt einfach ein bisschen mehr Spaß habt, dachte ich mir, hey, komm, geben wir es euch und nehmt es auf. Und ich wünsche euch einfach viel Spielspaß. Guckt es euch abends an, wenn ihr müde seid. Und habt Spaß damit. Ja. Okay. So, Schuh, dann bitte. Du musst. Schurkenschuh. Ich liebe es. Schurkenschutz. Schurkenschutz. Oh mein Gott. Ja. Du musst die Map aber jetzt nehmen, die du kriegst. Leb mit der Scheiße, die du jetzt kriegst. Ich akzeptiere nicht, wenn ich schon eine Village sehe, sobald die Map geladen ist, ja? Das ist immer noch zu viel. Ich hoffe mal, es gibt keine Performance-Probleme. Aber. Gut ist, dadurch, dass ich der Billions direkt abgreife, sieht man dieses wunderschöne Windows-Aktivieren nicht. Wenn ich irgendwie bei dir abgehackt bin, sag Bescheid, dann muss ich die Empfindlichkeit okay. Nochmal umstellen. Ansonsten werde ich jetzt immer so Lust dazu sein. Better be hoped. So. Der Anfang ist immer wieder entscheidend. Guck mal, du hast ein Ölfeld. Oh, das ist ja, sieht ja schon ganz nett aus. Ich mag es im Moment. Kannst du die Audio-Einstellungen ganz gleich lauter machen? Im Escape. Spiel. Escape, ja. Einmal gelangsamt auf Stärke auf 20. Okay. Bestätige mal. Super, ist ja laut jetzt. Ja, ja. Ja, sag mal was. Hallo. Okay, dann spiel mal kurz. Ich muss ein bisschen testen. Ansonsten. Ich verkaufte Spiele, wenn ich Spiele hätte. Das ist nur Dings. Das sieht ganz okay aus. Du hast einen riesigen See halt links. Halt vorteilhaft so ein bisschen. Also, ich habe letztens mal wieder Videos gesehen zu The Billions, deswegen bin ich überhaupt erst wieder auf die Idee gekommen, weil ich halt so ein paar Videos gesehen habe. Und ich habe da mir so ein paar Sachen wieder angeguckt und fand das super faszinierend. Also habe da auch schon wieder so neue Strategien und so, wie wir das besser überleben. Mal gucken. Wo sehe ich, wie viel Geld das kostet gerade? Da unten. Du musst drüber, ja. Immer noch. Ja. Okay, ich kann echt viel bauen. Ich kann also 3 bauen, krass. Ja, ja, kannst du am Anfang immer 3 bauen. Habe ich das Haus immer 2 weggebaut oder 1? Oh, das ist eine gute Frage. Also sie brauchen halt immer nur ein Space, um durchzulaufen. So, ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ach, machst du eine Linie? Hast du eine Linie, die ja. Jetzt so lang? Ich überleg gerade, wie in welcher Konstruktion du die. Mit P für Beschreibung. Willst du da wirklich patrouillieren, ohne zu wissen, was da ist? Ja, wird schon passen. Passen? Okay. Lass die nicht zu weit patrouillieren, nicht, dass die was durchlassen. Also gerade ihn hier, der so langsam ist. Ist das eine? Nee, das ist eine kaputte Dingsabungs. Nice. Jetzt siehst du alles ein bisschen klarer. Ich weiß nicht, ob das. Geht dir da nicht eine? Sollten das nicht 4 sein? Der hier, oder? Nein, mach mal Doppelklick auf ihr. Auf einem von denen. Ah doch, da am See. Guck mal, am See. Links am See ist eine. Warte. Könnt ihr ja noch dahin. War nice, 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 ja. Und nichts. Perfekt. So. Nein, du hast im Prinzip jetzt 2 Tage Zeit. Attention. Building completed. Alter, du bist ja so surrounded vom See. Das ist ja so krass gerade. Ich finde das echt beeindruckend, wie. Und tatsächlich ganz weit noch keine Zombies zu sehen. Das ist ja, ganz das nett. Ist echt beeindruckend. Guck mal, da unten hast du einen super Zugang, den du zumachen kannst. Was hier? Ja. Also, ich würde dir die südliche Seite empfehlen, dass du die schnell sicherst, damit deine Zelte, die da im Süden sind, nicht irgendwie aus Versehen mal gefährdet werden. Ja, das ist nämlich da sehr gute Materialien vorkommen. Ja, das stimmt. Ich muss ja noch ein bisschen schauen wegen Holz. Ja, die Nordseite wird schwierig zu verteidigen. Ich kann hier schauen, ob es ein bisschen weiter reingehen kann noch. Ja, ja, kannst du gucken. Du hast ja aber links und rechts schon mal erstmal überhaupt Wald. Das ist doch schon mal gut, also. Von deiner Basis aus gesehen. Brauche ich hierfür? Einarbeiter, Holz und Geld. Ja, wenn du jetzt Tesla-Spuren brauchst, musst du halt relativ schnell mit Holz hinterherkommen. Nein. Das kann ich auch wieder abreißen. Ja, das kannst du noch abreißen. Da unten. Entfernen muss, glaube ich, einfach nur drücken.
Das Spiel, glaube ich, fragt dich, wenn du was verkaufen willst. So. Es sieht so clean gerade aus, die Karte. Holy shit. Frag dich nicht zu weit raus, wenn du was ziehst. Nehmen. Da unten ist auch dieser Gigant in dieser Richtung. Mhm. Kann man denn so eine cleane Karte kriegen? Das ist ganz angenehm, gerade so für den Anfang. Ich wette, da oben in dem ganz kleinen schwarzen Viertelchen, wo der See ist, ist gar keine See. Kein See mehr weiter das links, sondern da ist ein Weg. Das wäre so richtig toll. Wie häufig komme ich Geld? Durch Warten. Ja, wie häufig aber? Alle 8 Stunden, glaube ich, war's. Gotcha. Okay. Dein Geld sieht. Ja, das ist wirklich okay. Okay, das willst du haben. Oder ist direkt hier? Jetzt den See dann gleich zurück. Welchen See? Ja, da. Ja, zum Wald hin. Den See zurück. Okay. Kann ich mir noch ein bisschen Zeit zum Glück. Ja, klar, du hast ja. So. Ja, na, ja klar, weil okay. So viel grün. Der Wald wird ja mit beeinflusst, aber musst halt auch an das Sägewerk denken. Hast halt noch nicht so viele Möglichkeiten. Du hast halt super viel See, das könntest du aber halt. Aber ist auch ein Fischerhütte, aber warum profitiert eine Fischerhütte vom Wald? Ach so, das ist eine Fischerhütte. Dann ist es 16, weil du so viele Wasserfelder belegst damit. Weil es so eine gerade Fläche ist. Es war doch irgendwie die Summe der Felder, weil. Ja, eigentlich die Summe der Felder. Die du kriegst. Ja. Ich finde schade, dass man die Fischerhütten nicht ausbauen kann später. Weil die bleiben ja wirklich als so Grundeinheit fast das gesamte Spiel über. Ja. Das sollte gehen. Ja, gut. Ah, stimmt, dafür ich kann auf der Map schauen, wegen den roten Punkten, wenn ich Gegner sehe. Das ist praktisch, hab's vergessen. Ja, kommt alles mit. Solltest du ein bisschen nach hinten weichen? Guck mal, da bei dem Soldaten rechts ist auch noch was. Ja. Der wird sich wahrscheinlich gleich als erstes da in die Nähe des Dorfes bewegen, oder? Das. Ich brauche mir Häuser erstmal, das ist wichtig. Ja, nee, wegen Geld. Nahrung. Ah, ja. Okay. Das kommt aber gleich. Na. Ach, hier noch ganz kurz. Eigentlich im Prinzip wollen wir ja wahrscheinlich auch relativ schnell das Gebäude haben, das alle Einheiten in Veteranen umwandelt, oder? Also von den 6 Wundern, so. Ich überlege gerade, was. Eins mehr Strom, was ich auch ganz praktisch fand. Ja, richtig. Riesen. Ja. So einmalig richtig viel Strom bekommen. Bedenke, dass du immer Platz brauchst für alle Felder zu benutzen. Wie alle Felder? Für die Steinwerke. Steinwerke kannst du ja so platzieren, dass du immer alle Felder belegst. Mhm. Mache ich das jetzt am besten? Ich eigentlich genau wieder genau diese Richtung. Auch jetzt ist unser Wunsch, ist es im Nachhinein trotzdem daneben zu bauen. Okay, sieht gut. Ja. Die hier stehen bleiben einfach. Dann lass sie, weiß nicht, bis zum Ölsee patrouillieren. Ja. Ach, guck mal, du hast da rechts jetzt eine Einheiten. Ganz, ganz rechts am Bildschirmrand über deinen Ressourcen hast du jetzt einen Einheitenbildschirm. Ach, stimmt. Also, und direkt. Ah, sehe ich die alle markiert und kann sie direkt alle bewegen. Ich möchte eigentlich wieder entmarkieren. So. Er lebt noch. Was? Oh. Ja, wenn ich jetzt patrouillieren, das wird er eh. Pio. Attention. Okay. Building completed.
Wir sagen, es ist schon mal ziemlich stabil. Oh mein Gott. Your colony needs a mayor. Irgendwie die Technologie-Falle klingt nicht so. Nee, nicht so geil, aber. Überzeugend. Aber ich weiß nicht, ob du 1000 Gold schon fassen kannst. Kannst du 1000 Gold schon fassen? Ja, oder? Ja, nee. Kann. Ja, doch, sollte passen. 2000, glaube ich. Ja. 2000. Das ist ein netter Fuß. Ich denke, es muss immer ein Platz frei zwischen Steinmühle und anderen Gebäuden sein. Ich glaube, die konntest du nicht einfach aus ein Haus bauen. Steinmühlen und so. Ja. Wenn du die weiter mittig stellst, die Holz da oben? Du meinst du nicht. Nee, da oben. Da oben, wo du gerade angelegt hast. Ah, weiter? Noch eins? Ah, okay. Ja, das würde eine Schau, weil. Wenn ich quasi hier nach eins hinstelle, kann ich hier keins hinstellen. Ach weil so, ja, weil die sich überlappen. Also muss ich wegen weiter hier jetzt bauen, damit ich jetzt weiter hier vielleicht. Ja, das stimmt. Nee, ich mach's erstmal da. Sollte eigentlich in dieser Ecke dann nachher vielleicht funktionieren. Mal schauen. Ja, wir müssen gucken. Ansonsten Holz ist ja nicht das Problem. Wenn du relativ schnell ein Türmchen baust da unten, dann kannst du relativ von Weitem absnipen. Theoretisch mit deinem Jägern. Ja. Du das da clearen wirklich? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ah. Das reicht halt da dran. Ja. Schwierig einzuschätzen, das ist halt wirklich nah dran. Du könntest so eine Art Zwischenmauer erstmal bauen, falls irgendwas schief geht. Weil die Zombies bleiben da sowieso dran hängen. Ja, das ist keine schlechte Idee. Viele. Ja gut, aber wenn du ihn ganz langsam vorschickst, sollte eigentlich nicht viel passieren, oder? Wie kümmere ich mich darum? Die Ecke da oben ist halt ziemlich frei, finde ich. Ja, ich lasse ihn da jetzt. Ich lasse ihn ein bisschen näher daran patrouillieren. Du brauchst ja eigentlich nur den oberen Teil da, so, ja. Oh, ich hoffe, du hast alles entdeckt. Die ersten paar Minuten sind halt einfach die schlimmsten, so. Ja. Purer Stress überall. Ja, du triffst die Fischerhütte da oben. Ja. Was überlegst du? Teile mir und deine Gedanken mit. Lohnt sich das? Ja, natürlich, du brauchst den, also... Okay, Gegenfrage, was willst du sonst mit dem Land machen? So, also, was willst du sonst mit dem Waldwäldchen machen? Auch wieder... Fünf Holz, du verlierst ja nichts dadurch. Und du kannst dann noch eine Jagdhütte nebenbacken, die relativ effektiv sein sollte. Ja, erst, wenn ich das erweitert habe. Weiter unten? Ein Stückchen weiter unten? Noch ein Stückchen? Ja. Ach stimmt, du musst ja nicht direkt am Wald. Ja. Also, ich glaube, die grünen Felder haben als 1 gezählt und ich glaube, Wälder zählen vielleicht als 1,5 oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war der Wald wesentlich mehr wert. Grüne Felder allein. Sieht ganz gut aus. Also, da oben ist halt wirklich gar nichts los. Weil ich habe irgendwie Angst, dass da irgendwann mal einer durchkommt, den man überhaupt nicht sieht. Ich meine, das sollte ja, bis ich aktiv wege, auch noch ein bisschen dauern. Wir gehen weiter runter, damit er mehr... Nicht zu weit, würde ich, oder? Da so ein bisschen Angst. Ich weiß halt nicht, wie gut immer noch diese Attack-KI ist. Die ist immer noch so etwas, ich sag mal, schwierig. Schwierig? Ja. Na, ja, genau, was ich befürchtet hatte. Ja, muss ich schauen nachher. Ja, wenn du bei... Vielleicht produzierst du Holz. Die eine Mühle dürfte dir gleich was. Theoretisch. Attention. Building completed. Immer wenn ich irgendwas höre, also wenn ich irgendwas sage, pausiere ich das Spiel einfach, um zu schauen, was passiert. Weil es irgendwelche angegriffen werden könnte. Ja gut, das stimmt. Hast du jetzt den Ton vom Spiel an oder aus? Zieh ihn doch an. Okay. Wie gesagt, musst du wissen. Ja, nicht wegen der Musik, sondern halt hauptsächlich wegen den Soundeffekten.
Ja, notfalls können wir später mal eine Runde ohne Musik machen und nur mit den Soundeffekten. Ding. Ganz kurz gucken. Building completed. Außerdem, was praktisch ist, wenn ich den hier, den Soldat, Veteran kriege? Ja, genau, wenn der Veteran wird. Ja. Das dauert auch nicht, eigentlich nicht so lang. Wenn er da unten fleißig weitermacht, dürfte das relativ schnell. Du könntest auch relativ schnell versuchen, eine Kaserne zu bekommen, damit du mehr Einheiten hast, damit du das relativ schnell da unten lösen kannst. Aber guck mal, da kommen jetzt gerade ziemlich viele von unten. Das stimmt, wir sind weiter weg. Pass bloß auf, dass du mit dem Angriff niemals die Einheit selbst andrückst, weil die bringt sich selbst um. Das gibt's noch, glaube ich. So dumm. Ja, ich weiß. Also ich kann verstehen, dass deine Einheiten eine andere Einheit angreifen können. Das verstehe ich irgendwie, aber dass sie sich selbst umbringen. Warum soll ich meine eigenen Einheiten angreifen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht Dezimierung? Ich weiß es nicht. Um bessere Statistiken von Nicht-Infizierten zu haben? Don't know. Kurze Frage. Ja. So Steinmeister, so ein Steinfeld gegen zwei Felder weit, oder? Ja, richtig, richtig. Also quasi, wenn ich das hier baue, hätte ich okay. Ja, hättest du alles. Deine Haus da sieht echt ein bisschen. Bei? Nee, es ist an einer Linie mit denen. Ja. Genau. Soll ich jetzt quasi den bauen? Okay. Und hier da so ein Baufeld dann. Bedenke aber immer, du kannst nicht gut bauen, wenn du effizient bauen willst, ja? Du musst vielleicht. Ja, aber es ist nervig, wenn die Wege nicht dazwischen sind, die später die Soldaten ganz komische Wege gehen, welche Mensch. Ja, das stimmt. Welche machen die an Fehlenden? Wo steht irgendwo, was mir fehlt? Da unten in der Ecke. Achso, du musst sogar. Du brauchst Energie. Jetzt kommt langsam die Energie-Sache. Energie war immer das Nervige. Oh, danke, GeForce. Danke, GeForce, dass du ready bist. Kann ich es auch wegklicken? Nein, so viel Macht habe ich nicht. Echt? Ah, okay, du kannst es sehen, aber du kannst nicht darüber gebieten. Ja. Das wusste ich nicht. Okay. Okay, aber scheint alles flüssig zu laufen. Also, die Aufnahme läuft und. War das denn? Was suchst du? Die Energie? Ja, das ist da unter. Ost Holz. Muss noch eine Rotation warten. Okay. Pass auf, dass. Vor allem, wenn ich mich recht erinnere, war das ja so, glaube ich, dass der Soldat ein bisschen lauter ist und quasi dir mehr anlockt. Ja, richtig, richtig. Der Soldat hat eine wesentlich höhere Unlock-Range, was das angeht. Ist das ein Zombie? Nein, das sind Krähen. Das sind Krähen und das da, das Orangene ist eine Arbeiter. Ist das normal, dass die Maus nicht dauerhaft in diesem Spiel so ist? Also die ganze Zeit so mit diesem Zeigermodus, quasi im Zeigefingermodus. Hast du einen Zeigefinger? Ich sehe ein Dreieck. Ich sehe einen Zeigefinger, interessant. Hä? Ich sehe ein ganz normales Dreieck. Also das normale They Are Billions Dreieck. Stimmt, ich habe eine ganz andere Maus. Es ist glaube ich, sogar eine spezielle Maus, oder? Nicht die Windows-Maus. Nee, das ist ganz normale. Also, ich sehe halt die Windows-Maus, deswegen. Echt? Oh, okay. Ja, nee, das sollte nicht sein. Das heißt Speed. Ja, die war ein bisschen schneller. Ja, jetzt langsam kommen sie nach vorne. Jetzt langsam lassen sie sich anlocken. Wo steht der Tag? Da. 2 Tage, 14 Stunden. Die erste Welle kommt so 10 Tage? Ja, ungefähr. 13, 14 Tage. Also da hast du Zeit, aber du musst halt bis dahin irgendwie was bauen. Also damit du halt irgendwie. Attention. Building completed. Ja. Da gab es keine Regel, einfach irgendwo hinpacken und dann fröhlich sein wird. Nö, absolut nicht. Wo ist denn Platz effektiv? Oh. Das sieht doch ganz gut. Also mein erster Kerngedanke wäre jetzt zum Beispiel einfach mehr Einheiten bauen. So, damit ich halt einfach ein bisschen. Ja, aber bis dahin zu kommen, erstmal Verteidigung. Ich habe halt diese Paranoia die ganze Zeit, dass irgendwo was durchbricht. Also, dass irgendwo wir einen nicht sehen oder so, weil die nicht perfekt patrouillieren oder weil sie zu langsam patrouillieren oder was auch immer. Halt so eine ständige Paranoia meinerseits. Schreinerei. Damit kannst du die nächsten. Ja.
glaube, eine Dingsabumser kannst du schon machen. Militär? Daneben? Nein. Nee, dazwischen, zwischen den beiden. Ja. Achso. Ja, Kaserne. Tatsächlich, 6 Energieholz. Und das geht ja sogar. Kann ich schon. Ja. Kostet kannst du mal alles machen, das kannst du alles. Was kannst du? Was kostet dich? Ein bisschen Holz, aber hey. Sollte mal schauen, ob ich diese Stelle hier erschließen kann. Ja, das stimmt. Von Edge, aber es ist trotzdem sinnvoll. Hast du gar keine Ende? Oh, scheiße, du hast gar keine Ende. Ja, bis die Mühle fertig ist. You again. Wie viel hatten wir? 120 Tage oder 100 Tage? 100 Tage, oder? 120. 120% sind das. Ah, stimmt, hast recht. So, viele in der Ecke. Ja, das wirst du auch nicht so schnell los. Also, bevor du da nicht eine vernünftige Verteidigung hast. Building completed. G30. Oh. Was ich zum Beispiel gesehen habe bei richtig krassen Schwierigkeitsgraden, dass Leute nicht mehr mit Mauern arbeiten, sondern Mauer und dann Wachturmschichten machen. Weil die Wachtürme haben übelst viel Verteidigung und die kosten nicht viel. Aber halten halt die Zombies eine sehr, sehr lange Zeit auf, ohne da Leute reinzusetzen, sondern einfach nur als Verteidigungsbarrikade. Was ich sehr interessant fand. Wenn du da jetzt eine Tesla spürst, kannst du da nicht mehr eine Schreine bauen. Nur so. Also. Ja, aber kann ich ja quasi hier bauen. Ja, klar. Bloß halt rechts und links ist halt relativ richtig gefährlich. Du könntest mal gucken, was da ganz links vom Wald aus gesehen. Was ja, hier? Ja. Du da mal ganz kurz gucken willst. Oh. Okay. Einen habe ich jetzt angeblockt. Ja. Ich habe halt da oben echt Angst, dass da irgendeiner durch den Wald kommt. Ich weiß nicht, ob sie so weit nach rechts in den Wald patrouillieren. Mist hier? Nee, der mehr. Auf der Seite, ja. Ach, doch, sollte funktionieren. Okay, ja. Paranoid. Oh mein Gott, da kommen so viele gerade. Bloß auf, dass du das Dorf nicht ziehst. In Dorfen habe ich keine gute Erfahrung. Vor allem, wenn da in dieser Richtung noch dieser Dude ist. Brauche ich Geld gerade? Eher weniger. Ja, eigentlich nicht. Also dein Geldvorkommen ist relativ gesichert. Du hast noch 1200. Ja. Wege. Sieht so riskant aus. Oh, mach es, aber es sieht so riskant aus. Kannst du noch eins höher? Ja, da sind 10. Okay. Also das ist die Grenze. Oh, ich weiß, weil Gebäude machen auch Lärm. Das dürfen wir nicht vergessen. Also. Ja. Scheiße. Das ist jetzt eine echt Grenz... finde ich eine harte Situation. Also, das ist eine harte Entscheidung, die du da gerade getroffen hast, finde ich. Ich meine, es ist dann nachher nur ein Sägewerk, aber halt... Ja, aber es spreadet sich sofort. Also, das darfst du ja nicht vergessen. Das ist ein Fatty. Ja, das ist ein Fatty. Rennt ja gerade auf euch. Nee, er bleibt da stehen. Wenn du dich weit genug entfernst, glaube ich, passt das nicht. Ach Gott, sind das viele. Es heißt ja auch There are Billions. Aber sind es denn Billionen? Es sieht gut aus, okay. No. Was tue ich jetzt? Naja, Energie hast du gelöst. Erstmal. Ich könnte erstmal mich ein bisschen um Steine kümmern. Steine sind das hier.